Morgen Hornets-Fans. Die Hornets haben gewonnen gegen die Bucks in Milwaukee mit 138 zu 109. Es war irgendwie im ersten Viertel, wo Terry Rozier voll Auftritt hat und LaMelo Ball ziemlich Auftritt hat. Und dann haben die Hornets ein erstes Viertel gemacht, was das Beste war in der Geschichte der Hornets. Mit 51 Punkte und Giannis hatte irgendwie eine Offenheit, obwohl er eigentlich gerade zur Zeit ganz gut spielt. War ziemlich cool am Anfang, wo man gesehen hat im ersten Viertel, dass Rozier und Ball gut zusammen spielen im Backcourt. Die anderen sind schön rotiert, haben ihre Rebounds geholt, haben sich freigestellt. Das war es dann gewesen, eigentlich. Insgesamt 39 Punkte, Season High für Jason Terry und er hätte bestimmt noch mehr Punkte gemacht, wenn ihn dann hinten nicht blöd draufgeflogen wäre, der Thanasis Antetokounmpo. Dann hat er irgendwie schmerzverzerrt seine Knöchel gehalten und ist raus, aber ich glaube nicht, dass es jetzt eine gröbere Verletzung sein wird. So war es, jetzt haben wir einen Sieg gemacht, mit dem man nichts anfangen kann, höchstens halt anknüpfen, dass man sagt, ja, wir müssen viel laufen und noch mehr Dreier schmeißen. Aber sonst auch insgesamt defensiv konzentriert. Zahlen: Terry Rozier 39 in 34 Minuten. Lonzo Ball, ah, LaMelo Ball 24 Punkte in und 12 Assists in 36 Minuten. 7 von 13 von der Dreier, 6 von 15 der Terry Rozier und PJ Washington mit 23 Punkte. Plumlee 17 Punkte, 15 Rebounds, 6 Assists. Jetzt geht's nach Indiana. Ich glaube, das war jetzt einfach irgendwie so ein Versehen von den Hornets. So, keine Ahnung, irgendwas Schönes ist passiert. Einer hat noch einen Witz gemacht vor dem Spiel oder so. Ich bin da noch skeptisch. In der Garbage Time gab es noch zwei Corner-Dreier von JT Thor. Die Milwaukee Bucks hatten diese lilanen Ray Allen, Sam Cassell Retro-Trikots an. Eigentlich schöne Trikots. So schaut's aus. Genießt das Wetter. Jetzt rausgehen, Internet ausschalten. Tschüss.